Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um diese Langbandschleifmaschine. Mit dieser Maschine kann man Platten, Massivholzteile schleifen und es ist weniger Arbeit. Hier herüben wird abgesaugt. Hier habe ich schon die Absaugung gerichtet. Hier wird dann ein Schlauch noch gegeben, damit diese Maschine auch abgesaugt wird. Also nicht hier unten, hier. Hier war eine interne Absaugung. Diese Bandschleifmaschine hatte selbst einen Motor, der mit dem anderen Motor mit einem Keilriemen betrieben wurde. Und dann wurde der ganze Staub in Säcken gesammelt. Das habe ich demontiert, denn ich will es in meine große Absaugung gleich hineinsaugen. Und diese Maschine ist kaputt, der Tisch geht nicht auf und ab. Hier sind die ganzen Kugellager hin und das habe ich jetzt schon zerlegt. Die Kugellager kommen weg. Hier kommt eine neue Kette hinein. Da ist das Glied gebrochen eines. Das ist nicht einfach, das zu bekommen. Also das wird man in Zukunft wird man das dann mal sehen, wie diese Maschine läuft, ja. Instand gesetzt wird. Ich bin auch im Überlegen, ob ich diesen Tisch komplett neu mache. Aber andererseits wieder weniger. Eine Bandschleifmaschine. Langbandschleifmaschine. Was schleift man da? Hier läuft dann ein Band, hier kann man Tischplatten hinauflegen, Türen, alles Mögliche. Zu kleine Teile kann man eher nicht schleifen, denn wenn dieser Schuh, mit dem ich das Schleifpapier aufdrucke, auf das zu schleifende Teil, und der würde schief einmal abschnappen oder wegkippen, dann wäre das verschliffen. Also die Teile sollten schon eine gewisse Größe haben und man braucht relativ viel Erfahrung, je kleiner die Teile sind. Hier diese Löcher waren früher aus dem Grund, dann hat man eine Leiste durchgesteckt und konnte Laden hineinhängen. Und die Laden haben unten weggeschaut und man konnte herum die Laden schleifen und drehen. Also die Lade hat unter den Tisch geschaut und hier war nur immer eine Seite der Lade und somit konnte man. Aha, also das ist schleifen. Nicht kaputt, sondern es gehört ja, so. Ja, naja, hier ist schon einiges kaputt auch, aber im Grunde genommen sind solche Auslässe, ich glaube hier dieser Auslass war nur für die Laden. Das hier ist schon eine Beschädigung, das werde ich einfach alles neu machen. Wie alt ist die Maschine? Ich schätze, das ist aus den 50er Jahren. Ah, also wie das so ein schönes. Wenn das jemand weiß, hier steht Trauner Maschinenfabrik, vielleicht weiß darüber jemand mehr und könnte es in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Hier habe ich auch schon das Kabel, also hier muss nur noch der Stecker montiert werden. Und hier bei diesem Stern-Dreieck-Schalter, das ist eigentlich nur. Das ist gar kein Sterndreieck, der hat nur einmal, also da geht man nur auf Dreieck und das läuft. Ein kurzer Ausblick in die Landschaft der Maschinen, der alten Maschinen, eine Langbandschleifmaschine. Die Maschine ist so alt, sie will nicht mehr schleifen, weil sie quasi schon in Pension ist und sie hat den Tisch hängen lassen. Und du wirst dich um sie kümmern? Ich werde mich um sie kümmern und sie wird sich dann hoffentlich auch um mich kümmern. Wenn ich eine Tischplatte zu schleifen habe, erspare ich mir dadurch sehr viel Zeit. Und in dieser Zeit kann ich wieder, wie soll es anders sein, Kaffee, Kuchen, Schnitzel und so weiter. Also, und Gitarre spielen. Gitarre spielen, genau. Ich muss hier eine Ausfräsung machen. Dort drinnen kommt eine Leder, ich mache einen Sekretär. Und dort drinnen kommt eine Leder, eine Schreibunterlage hinein. Und natürlich muss das dann genauer ausgefräst werden. Das ist nur ein Rahmen, den ich mache, damit ich gescheit Schablonen fräse. Also, damit ich eine Führung mache beim Fräsen. Achso, da ist das verkehrt. Also hier wird da irgendwas gefräst. Ja, diesen Strich, da muss ich nachfräsen. Achso, da wird was geleimt. Das ist ja. Das ist sehr geheimnisvoll. Aber es passt ja so, ja, schau ja. Dann hast du eine Schablone. Ne? Genau, dass ich diesen Strich da muss ich fräsen. Also ich fräse nicht genau am Strich, sondern 11 mm weiter drinnen. Weil ich eine Kopierhülse auf der. Was? Ja. Jetzt schau dir, dass ich da passt. Das ist nur ein Musterstück. Ich habe zwei so Platten, mache ich, weil ich so tief hineinfräsen muss. Und die zwei Platten sind funiert. So wie das fertige Stück dann funiert ist. Und wenn ich das fertige Stück mit hochwertigem Holz machen würde, ja, und da fräse ich so viel heraus. Jetzt nehme ich ja dem Holz so viel Spannung weg. Jetzt kann es sein, dass sich die Platte dann dreht, das fertige Produkt. Das sind jetzt zwei verschiedene Platten. Das ist eine MDF-Platte und das ist eine Tischlerplatte mit MDF-Deck. Es ist oben und unten MDF und in der Mitte Fichte. Stab, so Stäbchen. Und
wenn ich jetzt sehe, dass sich beide drehen, wenn ich jetzt so viel rausfräse, dann brauche ich einen anderen Plan, denn dann funktioniert der Plan nicht mit dem Rausfräsen. Aha, das heißt, du testest quasi. Das ist nur ein Test. Mit diesem Platten. Ja, ich habe hier Adern hineingefräst. Hier, das habe ich jetzt toll oder roh ausgefräst nur. Das wird später dann innen gefräst. Und hier ist eine Holzader, damit, wenn hier das Leder innen ist, dass man seitlich hier das Holz sieht. Aha. Das habe ich jetzt so irgendwie ausgefräst. Hier probiere ich es schon mit so einer Schablone. Und das, eine genaue Schablone muss ich mir später machen, denn ich bekomme die Lederunterlage erst. Und wenn, du die und wenn ich die Lederunterlage habe, kann ich mir eine ordentliche Schablone machen, die ich dann natürlich hochwertiger mache wie diese hier. Diese ist nur hier, um jetzt schnell das Ergebnis zu bekommen mit dem Ausfräsen. Das lassen wir jetzt trocknen. Ich spanne das jetzt in der Zwischenzeit aus und schaue mir das Ganze an. Passt. Jetzt lege ich mir das hier genau auf den Strich. Wie gesagt, das ist keine richtige Schablone noch. Die ist auch nicht hundertprozentig jetzt perfekt alles. Spanne ich mir das hier her, dass das nicht verrutschen kann. So. Und hier hast du gesehen, hier habe ich keinen Lamello hineingegeben, weil ich irgendwie keine Ahnung was verdreht habe. Und da, es hält bombenfest. Für so eine Schablone mehr wie genug. Und jetzt ist es wichtig, das Leder, das gespannt wird, das Leder wird auf so eine Platte von einer professionellen Lederspannerin. Das ist eine hauptberufliche Lederspannerin. Die hat das erste Mal Leder gespannt 1847 in Australien. In Australien hat sie australisches Australienleder bespannt. Das wird hier unten natürlich angeklebt, wahrscheinlich bei dieser dünnen Platte. Oder gibt es so feine Hafteln? Wird es wahrscheinlich auch geben. Auf jeden Fall ist das hier unten am Anfang ja mehr. Das heißt, ich muss der Anfang muss tiefer gefräst werden, circa 1,5–2 cm, und dann kann ich nicht mehr, also dann muss ich nicht mehr so tief fräsen. Ich werde jetzt das heißt, am Anfang eine Wölbung nach innen. Genau, nach dass ich hier Mitte mehr Platz habe und dann hier brauche ich weniger, damit das schön aufliegt. Ja, ich bin jetzt mit dem Fräser unten angestanden, quasi auf der Platte. Ja. Ja, das weiß ich, jetzt weiß ich, das sind 7 mm ist das richtige Maß von der Platte und der Rand wird wahrscheinlich haben 9 mm. Jetzt schiebe ich das hier auf 9 drauf. Und spanne es an. Und jetzt kann ich genau um diese 9 mm nochmal weiter nach unten fahren. Und jetzt fräse ich hier einmal im Kreis. So, der Fräser läuft so. Wenn der Fräser so läuft. Ja, ich weiß nicht, das spüre ich. Jetzt wollte ich das so super erklären. Ja. Hier bin ich reingekommen. Zu weit ist das. Da muss man schon sehr aufpassen. Da kann sehr viel schief gehen. Siehst du das? Also ich muss mir unbedingt innen noch eine Platte machen. Ich habe das noch nie gemacht, so ausfräsen, sowas. Ich muss mir dann innen eine Platte herlegen, damit ich immer Auflagefläche habe. Oder ich kann mir das hier gleich befestigen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Damit ich nicht kippen kann. Und jetzt fräse ich noch die zweite Partie. Ja, das ist jetzt eher blöd. Jetzt könnte ich mir hier einen Streifen nehmen. So. Und das andere muss ich jetzt nur 7 mm wegnehmen. Da muss ich jetzt 7 mm wegnehmen. Da nehme ich mir das untere jetzt wieder weg, diese Kopierhülse, und fräse das heraus. Also bei der anderen, ja, das ist egal. Das fräse ich so frei und durch. Ja, da kann viel schief gehen. Das heißt, die Fräserei ist immer, ist nicht so einfach. Nein. Ja, man muss sich halt wirklich, man muss sich ganz viel Zeit nehmen und ordentlich Schablonen bauen. So. Und jetzt fräse ich alles, was hier innen ist, aus, arbeite von hier herüber.
Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht hineinkomme. Jetzt hätte ich die Kopierhülse eigentlich noch oben lassen können. Wäre nicht blöd gewesen. So, und jetzt? Also jetzt etwas weniger tief. Weniger tief wie vorher. Und jetzt nehme ich hier was weg. Genau das 7 mm. Ja, das ist in der Platte von Haus aus, in dieser Stiftchenplatte. Das ist egal, ja. Mir geht es nur darum, ich will bei diesen zwei Platten nur testen, wie das ist, wie sie sich bewegen. Und die Platte, die besser ist, mit der mache ich das dann ordentlich. Da mache ich mir ordentliche Schablonen, aber es funktioniert eigentlich. Es ist nur die erste Fräsung, ist eben empfindlich. Ich muss mir mehrere Schablonen bauen. Das ist einfach die Lösung. Die erste Schablone muss... Und innen auch eine Platte, damit die erste Fräsung präzise wird. Das ist die wichtigste. Also hier die Außenplatten und innen muss auch eine Platte liegen, damit ich wirklich mit der Fräse nicht kippen kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann ist die erste Fräsung perfekt. Und dann muss ich mit der Kopierhülse trotzdem oben lassen, damit ich nicht unabsichtlich irgendwo rauskommen kann. Und dann fräse ich mich hinein. Jetzt kann ich eigentlich schon einen größeren Fräser hinein. Ich habe diesen Fräser nur am Rand gebraucht, denn dieser Radius ist auf der Platte auch oben. Und jetzt haue ich mir einen größeren Fräser hinein, dann geht hier mehr weiter. So, jetzt nehme ich mir diese Schablone hier weg, fräse ich ohne. Jetzt nehme ich mir mit dem neuen Fräser 16 mm Durchmesser, nehme ich mir die Tiefe einfach so ab, hier aufsetzen, raufdrücken, bis ich unten anstehe. Sehr lustige Arbeit, erfreut mein Herz total mit Liebe. So, und den Rest nehme ich jetzt so weg, sonst habe ich keine Auflagefläche mehr. Da kannst du die Luftpistole hergeben, Nadja. Da hinten gib mir her die Pistole. Pistole! Ja, das weiß ich. Das ist egal. Nein, das ist nicht egal. Jetzt sauge ich das ab. Jetzt sauge ich das ab und jetzt putze ich das noch mit den Stemmeisen nach. Wo so kleine. Und dann so eine Platte liegt dann drinnen. Und wenn ich zu tief unten sein würde, dann könnte ich ja hier was beilegen. Beilegen ist ja möglich. Ja. Also. Ich darf nur nicht durchfräsen. Jetzt weiß ich, auf was ich alles achten muss. Jetzt weiß ich, dass es nicht gerade ganz so einfach ist. Jetzt weiß ich auch noch, dass das hier keine Stabilität nicht mehr hat. Nichts mehr stabil. Ich meine, hier ist das. Ja, hier ist nicht mehr viel. Hier ist nur die Hälfte Platte. Ja, aber die lege ich jetzt her und dann werden wir das beobachten. Was sich da tut. Ob sie sich zu einer Spirale dreht oder wie? Genau. Ob sie rund wird. Ja. Gut. Und jetzt die zweite noch. Die tut sie jetzt auch ausfräsen. Genau. Und das ist jetzt eine andere Platte? Das ist jetzt reine NDF-Platte. Die wird wahrscheinlich stabiler sein. Die Tiefe passt ja noch. Wir werden jetzt einen Unterschied erleben. Das ist angenehm zu fräsen. Also das geht wirklich gut. Bei der Stäbchenplatte fräst man ins Hirnholz. Das ist eine anstrengende Fräserei. Hier geht es extrem leicht. Das kann man jetzt
wenn man jetzt selber nicht frisst, kann man das jetzt nicht so. Weißt du, was ich meine? Man hat schon gesehen, es. Das ist ganz schön gegangen. Es verreist nicht so viel. Da kann ich ohne Schablone eigentlich den Rand auch fressen, frei auch. Ich werde das hier demonstrieren. Die zweite Spur nehme ich jetzt frei auch genau gerade. Also wie man sieht, hier brauche ich keine Schablone, hier kann ich freiauge gerade fahren. Das ist möglich durch meine präzise Handführung. Schau auflegen, Gas geben, oben fahren. Wo ist der Einschalter? So, Heindruck auf Drucker. Mit zwei Händen gescheit halten. Und hat 90.000. Wahnsinn, das so viel kann nicht sein, das geht nicht. Okay, jetzt mache ich noch eine Tiefenmesskontrolle. Ist 9, hier ist dann 2 weniger. Das ist viel stabiler. Diese Platte und diese, die wirst du nehmen. Wahrscheinlich, jetzt warte ich noch ab, falls ich die jetzt so extrem dreht durch das, was da passiert ist. Und hier kann man genau sehen, den Anleimer, den ich vorhin eingefräst habe, eine Ader quasi in Eiche. Ich habe hier irgendein Holz genommen, Hauptsache, damit ich sehe, ob ich das da wische und wie sich das alles ausgeht. Wenn ich jetzt hier die Kanten breche, sieht man, ist das da dasselbe Holz. In Kirsche werde ich es machen, dann sieht man hier seitlich auch die Kirsche, falls man hier ein wenig hineinschauen kann. So, und jetzt werde ich das auch da unten am Boden legen. Hier, das ist ein 3 mm und das hier ist 6 mm, würde ich sagen. Wir werden das aber jetzt nachmessen, ob das genau 2 und 6 mm sind. Oder einmal muss ich noch raten. Willst du auch eine Schätzung abgeben? Ja, da muss ich schauen. Ich schaue ja nicht. Was schätzt du, Nadja? Ich schätze die Breite? Hier. Ja, wir werden hier vorne messen, aber. Also da vorne? Ja. Ich brauche mehr Brille. 2,5. Ja, ich würde dasselbe sagen. Dann sage ich 2,6. Es sind 2,9. Oh, also du bist näher gelegen. Ja, also 1:0 für mich. Aber jetzt hast du gesagt 3. Ne? Okay, nein, dann ist es auch unentschieden. Okay. Bei diesen Hobeleisen kommt es jetzt um alles an. Um was wetten wir? Um eine Wurstsemmel. 3. 3 Wurstsemmeln? 2 kann ich mir leisten. 2 Wurstsemmeln, okay. Eine Wurstsemmel. Wir sind Musiker und verdienen kein Geld. Ja, eine halbe. Halbe. Nur die Wurst. Lassen wir die Wurst weg, nur die Semmel. 2 Wurstbladl. Ohne Semmel. Ohne Semmel, 2 Wurstbladl. Passt. Ohne Mayonnaise. Mit Mayonnaise. Na gut. Dafür mit Semmel. So, was schätzt du? 6 mm. Ich sage 6,4. 6,4. Oh, das ist, ich habe jetzt nicht vorher. Ja? Du hast das gesehen, dass ich nicht vorgemessen habe. Ja, ich habe es gesehen. Zählt doch die Wurstsemmel, die du letztens da gegessen hast, was haben wir da gemacht? Ah, das Schneidbrett. Die habe ich dann quasi schon gegessen. Also habe ich jetzt nichts gewonnen. Nein. Ich bin so müde, Nadja, ich kann nicht mehr. Kannst du nicht mehr? Nein, was muss ich noch was machen? Ja, da draußen ist das ganze Kirschholz, muss zusammenschneiden. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr arbeiten. Du willst nicht mehr arbeiten jetzt? Ich bin so müde, ich bin wirklich müde. Ich sage danke, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt mir gewogen, gefällt mir, Daumen rauf, abonnieren. Tschüss, Baba, danke.